Hallo Jungs. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Der liebe DarkL2 YouTube hat mich darum gebeten. Das macht mir jetzt mal an, was ich da oben geschrieben habe. Hat mich darum gebeten oder hat mich gefragt, ob er gut genug ist, um in den Clan zu kommen oder ob er gerne in den Clan kommen kann. Und das wollte ich jetzt mal gucken. Er hat ja einige Sachen. Ich gucke mir mal das an und dann, das ist glaube ich das gleiche, oder fast das gleiche Video. Ich gucke mir mal alle an, oder ich probiere mir mal alle anzugucken, vielleicht kriege ich auch nach dem ersten Video schon eine Meinung darüber. Falls euch das Video gefällt, lasst auf jeden Fall gerne ein Like da und falls ihr in den Clan kommen wollt, dann schreibt es einfach mehr in die Kommentare. Und ob ihr das Video auch gut findet oder ob ich noch was verbessern soll oder was auch immer. Würde mich freuen. Ja, dann starten wir mal hier rein. Ich weiß nicht, ob das Copyright ist. Deswegen mache ich mal Ton aus. Okay, die 90 sind schon mal ganz okay. Das Editieren ist auch ganz gut. Sieht nicht schlecht aus. Ich mache mal die Musik ganz laut. Ganz leise. So. Obwohl, das ist Copyright. Ja. Oder war gerade ganz relativ clean. Das war auch nicht schlecht, haben einen OP überlebt. Ja. Ja, ist gut. Ja, es war gut. Da waren die Hitze sehr gut drauf, sehr gut drauf. Aber das war auch nicht schlecht. Auch Lost, die Gegner. Und ich würde mich mal fragen, wie lange das her ist. Kannst du mir mal in die Kommentare schreiben. Dann gucken wir uns mal das nächste Video an. Mal gucken. Bringt mich die Clan-Bewerbung in einen Clan? Das erste Video war schon mal sehr gut, fand ich. Like-Verhältnis ist auch sehr gut hier. Das war gut. Die 90 sitzen eigentlich auch gut. Ja, die 90s, ich glaube, die Empfindlichkeit hat er wirklich sehr, sehr hoch gestellt. In den 90s irgendwie, das ist sehr ruckelig, aber eigentlich trotzdem relativ schnell. Finde ich. Ich kann mir natürlich auch immer die Meinung zu den verschiedenen Bewerbern auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr von denen haltet. Das sieht gut aus eigentlich. Okay, der war lost, aber trotzdem ein schöner Hit. Oh ja, das sind schöne Headshots gewesen. Das waren wirklich schöne Headshots. Okay. Okay. Das war auch nicht schlecht. Best of Highlights der letzten zwei Tage. Das gucke ich mir mal nicht an. Gucke ich mir nochmal das hier an. Und dann mal gucken, wie das Fazit ist. Mal gucken. Bin ja mal gespannt. Okay, das Editen ist gar nicht so schnell. Das war davor besser. Die Qualität ist hier aber jetzt besser. Muss ich sagen. Das ist natürlich gut, was er da macht. Das ist alles relativ gut. Aber meistens man muss ja nicht vor jeder Bewerbung die gleichen Sachen reinpacken. Würde ich vielleicht nicht an seiner Stelle machen. Unter die Tieren ist auch ganz okay gewesen. Aber man ist da sehr wenig von gesehen. Ja, die Hits sitzen auf jeden Fall. Er drückt natürlich jetzt auch so einen kleinen L2-Spammer. Aber das macht ja fast jeder. Aber auch nicht schlecht. Ein guter Kill eigentlich.
Ah, okay. Der war halt One-Shot. Ja. Bei ihm sind noch viele Loste in der Runde, muss ich zugeben. Zum Beispiel der jetzt hier locker da rauskommen können. Noch. Das war auch nicht schlecht. Ja, der war auch lost, wirklich. Also, sind alles keine Gegner eigentlich. Ich frage mich, wie alt, also die Videos sind, sie sind 10, aber wie lost können denn die Leute sein? Okay. Mein Fazit ist, er ist auf jeden Fall ein guter Spieler, er hat gutes Bauen. Doch ich habe nicht so viel von seinem Gameplay oder ja wirklich in einem Spiel oder nicht auf Playground oder so gute Kills gesehen, also krasse Baufights oder sowas. Also da waren eher loftere Kandidaten. Er hatte natürlich gutes Aim, das muss man auf jeden Fall zugeben. Spawn ist auch ganz okay, das Editieren geht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich würde sagen, wir können ja mal eine kleine Abstimmung vielleicht machen in den Kommentaren. Ich schreibe dann mal einen Kommentar und dann, wie viele Likes oder Dislikes das Kommentar hat. Ja, wenn es mehr Likes hat, dann. Nee, oder so machen wir es nicht. Ich probiere einfach eine Umfragekarte zu machen. Wenn es nicht funktioniert, dann seht ihr unten in den Kommentaren meinen Kommentar und dann seht ihr es schon. Also, dann würde ich mich fürs Video bedanken. Dankeschön für deine Videos, die du uns auch zur Verfügung gestellt hast. Ja, es sind auf jeden Fall gute Videos und mal gucken, mal gucken. Dann würde ich sagen, ciao und bis zum nächsten Mal.